überall gelernt. Ich bin Mitglied des RC Uelzen-Kuhfohrden. Ich mache selber auch für den Club sehr oft sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Ich finde das eins der wichtigsten Sachen, Rotary auch voranzubringen, und erzähle auch gleich, was ich noch im Distrikt als Governor jetzt in diesem Jahr mache. Danke. Prima, wunderbar. Ich habe jetzt eben den Livestream eingeschaltet. Das heißt nicht, dass wir live gegangen sind, sondern wir machen jetzt die Aufzeichnung für diejenigen, die nicht dabei sein können. Dann machen wir jetzt weiter mit dem WUM. Also, ich bin WUM, Wolfgang Udo Mertens vom E-Club 1850. Bin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ja, das ist so mein Ding. Super, danke schön. Harald Grönke. Jawohl, Harold Grönke, nicht Harald, sondern Harold, einer von den seltenen Geschäftsführer der NWZ in Oldenburg, dadurch so ein bisschen mit Öffentlichkeitsarbeit oder mit Presse in Berührung und deswegen auserkoren im neuen Rotary-Jahr das Thema Öffentlichkeitsarbeit für unseren Club Graf Anton Günther zu begleiten. Das ist wunderbar, Dankeschön. Und dann ist das auch noch jemand, der die klassischen Medien hervorragend kennt. Jetzt haben wir den nächsten. Du könntest deinen Namen noch ändern von Aulu in den richtigen Namen, indem du einfach auf dein Bild klickst und dann unter Umbenennen deinen richtigen Namen und Club vielleicht eingibst. Wenn das jeder macht, der feststellt, dass irgendwo vielleicht ein Nickname auf seinem Bild ist, würde uns allen helfen, das etwas zu vereinfachen. Ja, denn Aulu, bitte. Ja, ich bin Andreas Lüder, seit 18 Jahren im RC Aurich tätig, viele Jahre, vor vielen Jahren auch schon Sekretär gewesen, und jetzt werde ich Präsident und freue mich darauf eigentlich auch, obwohl es ja eine anspruchsvolle Aufgabe sein wird in diesen krisenhaften und immer noch umbruchverdächtigen Zeiten. Wir werden schauen, was drin liegt. Hands-on-Projekte sind so meins beim RC Aurich eben, da haben wir auch schon viel bewegen können und auch ja, viel Geld eingenommen für gute Zwecke. Halt so viel auf die Schnelle von mir. Jetzt werde ich mal schauen. Also Aulu ist Andreas und Heike Lüder. Das ist das Kürzel. Das haben meine Kinder mal eingerichtet auf diesem Netbook. Ja, dann haben wir die Silke Schmeding als nächste. Ja, hallo. Erstmal in die Runde. Mein Name ist Silke Schmeding. Genau, ich gehöre zum RC Aurich und bin für die Öffentlichkeitsarbeit seit ein paar Jahren zuständig. Macht jedes Jahr wieder viel Spaß. Ich pflege unsere Homepage und bin so für die Anzeigen oder für die einzelnen Projekte, die auch dann in der Zeitung veröffentlicht und um eben auch Werbung zu machen, zuständig. Ja, und ist eigentlich eine ganz nette Tätigkeit. Ja, macht mir wohl Spaß. Ja, super, danke schön. Bei dieser Gelegenheit würde ich vielleicht mal einen Tipp loswerden wollen. Du bist jetzt, hast einen wunderbaren Hintergrund mit dem Fenster. Das hat aber den Nachteil, dass du ganz einfach im Gegenlicht ganz schlecht zu erkennen bist. Okay. Also für alle empfehlenswert den hellen Hintergrund. Ich könnte nämlich auch diese tolle malerische Kulisse hier eigentlich im Hintergrund haben, aber ich habe mich dann für meine Klimaanlage entschieden, weil dann das Bild einfach besser ist. Und Okay. für alle Ich nochmal. wechsle mal eben den Platz. Genau, das kann mal zeigen, wie das denn ganz einfach besser wird dann hinterher. Guck mal, jetzt sehen wir dich schon viel besser. Da ist ein Alles. bisschen Licht im Hintergrund, aber jetzt hast du so ein bisschen Seitenlicht, das ist in Ordnung. Ja, Und okay. der zweite Tipp wäre dann gleich bei der Gelegenheit, diejenigen, denen der Kopf zu klein vorkommt und die sich also irgendwo immer zurechtrücken. Es ist ganz einfach. Man nimmt den Laptop, den man ja meistens hat, stellt den auf einen etwas höheren, so Papier oder sonst irgendwas. Der Hans Bernd kann vielleicht ein paar liefern dafür als Unterständer. Dann kann man ganz einfach mit dem Computer auf Augenhöhe sein, so wie das einige von uns auch machen. Und man hat einen wesentlich besseren Approach auch zu dem Publikum. Die sehen einen auch besser, man kann besser interagieren, man kann mit den Augen tatsächlich was anfangen. Also das ist nochmal so ein kleiner Tipp am Rande. Gut, jetzt der nächste, Thorsten Schulze. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Thorsten Schulze. Ich bin Geschäftsführer des Delmenhorster Kreisblattes. Wir gehören zur neuen Osnabrücker Zeitung. Für die Öffentlichkeitsarbeit bin ich ab Mitte diesen Jahres dann zuständig, weil mein zukünftiger Präsident, Herr Joachim Braunisch, ich bin noch im alten Modus, heute Morgen auch hier in der Runde ist. Und ich bin mal ganz gespannt, was da auf mich zukommt. Okay, Christoph Löffler, der Nächste.
Ja, Christoph Löffler vom RC Bremen, bin dort seit 2017 im Club und seit letztem Jahr für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Viel war da jetzt noch nicht Corona-bedingt, aber von daher geht es jetzt wieder los für mich. Ja, Mario Krah mit dem wunderbaren nicht virtuellen Hintergrund, nehme ich an. Der ist nicht virtuell, der ist echt. Eben drum, ja. Aktueller Präsident RC Jever-Jeverland, daher ich bin zu faul, das abzubauen. Und ich mache ja alle 2 Wochen die Meetings aktuell, deswegen habe ich das stehen lassen. Passt ganz gut. Das ist super. Ja, Hotelier von der Nordseeküste im Lockdown aktuell. Ansonsten bin noch geflasht vom Vortrag. Wir haben Donnerstag ein Meeting gehabt. Da haben wir Professor Ling Yi von der Uni Vechta da gehabt, der uns was erzählt hat über Retortenfleisch in Zukunft. Also, wir hatten noch ein paar Landwirtschaftskollegen dabei. Also es war, ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Also es war sehr schwierig. Also das ist ein spannendes Thema. Und er prognostiziert ja, dass in 10 Jahren wir wahrscheinlich kaum noch Kühe haben oder nur noch ein Zoo um uns herum. Also es war ein sehr spannendes Meeting. Wir hatten noch ein paar Freunde aus Wilhelmshaven dabei, von einem Freund, die Tochter aus England. Also da gibt es viel, also viel zum Thema Nachhaltigkeit. Eigentlich war das Thema Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung und dann hat er uns das erzählt. Das wollte ich nur mal eben kurz reinstellen. Ich freue mich auf das Meeting. Ich war letztes Jahr auch dabei, da waren wir sehr in Bremen, waren wir sehr präsent vom Club und man lernt immer was dazu. Ja. Schön, euch zu sehen. Auf jeden Fall. Schönen Dank. Bei der Gelegenheit die Frage. Erstmal, Wumm, es sind 2 Leute noch im Wartezimmer, wenn du mal eben gucken magst. Dann nochmal die Frage, Mario, kann man diesen Vortrag, wenn der so interessant war, eventuell mit anderen teilen? Gibt es da eine Aufzeichnung? Nee, das habe ich ihn nie gefragt, ganz ehrlich. Ja. Momentan in allen Medien. Spiegel-Interview, Nordwestzeitung war eine große Seite. Also ich habe ihn einfach angefragt. Das hat auch ein halbes Jahr gedauert. Der Mann ist so beschäftigt momentan. Ja. Da muss man ja mal fragen vorher, ne? Hätte ich, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, hast recht. Gut, also das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, andere Clubs zu partizipieren zu lassen, indem man einmal irgendwo zentral, wir können ja auch über die Rotary-Seite unsere Veranstaltungen posten, wenn wir was Besonderes haben an Referenten, dass die Leute direkt dazu kommen als Gäste und eine Präsenz machen. Oder aber man kann sagen, wir machen eine Aufzeichnung und stellen die allgemein zur Verfügung innerhalb der Gruppe. Das geht natürlich dann auch. Okay, der nächste, Uwe Plass. Ja, Uwe Plass, RC Melle-Wittlage. Ich bin Öffentlichkeitsbeauftragter und bleibe das wohl auch noch ein Jahr mindestens. Wunderbar, prima, danke. Thomas Sander. Ja, moin moin. Thomas Sander, Rotary Bremerhaven-Wesermünde. Ihr kennt mich möglicherweise vom Jugenddienst, da bin ich Chair. Und nächstes Jahr bin ich Präsident meines Clubs und deswegen immer gerne, Frank, bei dir auf Mallorca. Ja, immer, immer, immer gerne willkommen. Und da sieht man mal, dass also auch bei Rotary Möglichkeiten bestehen, 2 oder mehrere Ämter auf einmal zu gestalten. Unter oder auch 5, ja. Rüdiger Schönfeld. Rüdiger. Ja, Rüdiger Schönfeld. Ich musste gerade mein Mikrofon erst anschalten. Vom RC Westerstede bin schon lange Öffentlichkeitsbeauftragter, halt auch eigentlich nicht so viel davon, das ständig zu wechseln jedes Jahr, weil man doch seine Verbindungen im Prinzip man immer wieder bei Null anfängt. Ich bin gleichzeitig auch im Vorstand des Deutsch-Türkischen Länderausschusses, ICC, bin ziemlich stark international auch unterwegs und man hat mich ja im letzten Rotaria vielleicht auch gesehen mit dem großen Global Grant für neugeborenen Hörscreening in Ägypten und das ist im Augenblick eines der Hauptprojekte mit über $150.000, der im RC Westerstede läuft. Wunderbar, vielen Dank. Der nächste, Werner Mayet. Du musst noch Mikrofon einschalten, genau. Ja, genau. Mein Name ist Werner Mayet. Ich bin zukünftiger Präsident des RC WHV Friesland. Und an der Küste haben wir schon sehr lange die Meeting-Kultur jetzt auf Zoom umgestellt, mit großem Erfolg. Ich sehe einer Hybrid-Amtszeit entgegen, hoffe natürlich, dass ein Teil der Amtszeit dann wieder in 3D stattfinden kann. Aber diese Art der Veranstaltung wird uns über die Runden bringen. Wir haben auch schon viele hochkarätige Redner gewinnen können. Witzigerweise hatte ich die Öffentlichkeitsarbeit als einer meiner Präsidentenpunkte ausgesucht und bin natürlich froh, dass ich jetzt an so einem Meeting teilnehmen kann. Und auch die Kooperation der Clubs an der Küste ist eins meiner zukünftigen Punkte.
Ja, wunderbar, danke schön. Ich hatte übrigens gerade Kontakt mit einem Clubmitglied, der gerade zu Weihnachten was gestaltet hat, der mir Unterlagen geschickt hat, die ich jetzt mal verarbeite für eine Online-Darstellung im Rotary-Magazin Online. Das war auch ganz schön, war sicherlich eines der älteren Mitglieder, der sich dann also auch mit den neuen Medien tatsächlich wirksam auseinandergesetzt hat. Und wir haben es geschafft, das tatsächlich alles hinzukriegen, dass ich alle Unterlagen gekriegt habe per E-Mail und so weiter. Also man kann auch, sage ich mal, Leute, die mit den Medien nicht so vertraut sind, ranführen an das Thema. Muss behutsam geschehen, aber man merkt auch, dass da wieder ein bisschen mehr Verbindung auch im Club sein kann. Michael Schöttl, mit Mikrofon bitte. Jawohl, jetzt mit Mikrofon. Jupp. Ja, Michael Schöttl, RC Achim, bin seit vielen Jahren Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit, wobei ich gleich sagen muss, ich sehe das eigentlich mehr unter dem Titel Pressebeauftragter. Also die anderen moderneren Medien, muss ich gestehen, da fremdle ich ein bisschen damit. Der RC Achim, um das vielleicht kurz zu erwähnen, unser zukünftiger Präsident ist auch zugeschaltet, Jürgen Hille, veranstaltet wirklich seit März letzten Jahres seine Meetings komplett über Zoom mit einer Unterbrechung von ein paar Wochen im Sommer oder waren es ein paar Monate, mit hervorragender Präsenz, also wie bei den ursprünglichen Präsenzmeetings 60% plus. Also das funktioniert hervorragend und selbst ältere Mitglieder sind nach und nach dazugekommen. Wunderbar. Ja, vielleicht. Jetzt haben wir Jürgen Hille aus Achim auch, ja. Ja. Da ist er gleich. Also, ich bin Präsident-elect. Wir haben in Achim ja die Besonderheit, dass wir einen Verein gegründet haben, die Rotary Stadthombola in Achim, mit der wir eine Menge Geld generieren. So im Laufe der Jahre sind wir, glaube ich, bei 300.000 Euro, die wir eingenommen haben. Da bin ich seit 5 Jahren im Vorstand, 3 Jahre als Vorsitzender, jetzt als Schatzmeister und habe also in meinen 3 Jahren da als Vorsitzender auch das meiste an Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Deswegen interessiert es mich denn doch immer irgendwie. Und wir haben für die Tombola auch für die ganze eigene Webseite gemacht. Also irgendwie bin ich da auch immer noch unterwegs, auch wenn Michael das Artikel schreiben viel besser kann als ich als Drücker Naturwissenschaftler. Na super, danke. Wir planen auch durchaus Hybrid-Meetings für das Jahr 2021/22. Okay, prima. Also es soll fortgesetzt werden, auch nach Corona. Hoffentlich haben wir das bald hinter uns. Es gibt auch Handlungsreisende und Urlauber. Ja. So, jetzt haben wir Joachim Braunisch und ich bitte noch mal ein bisschen kürzer jetzt, weil wir laufen aus der Zeit heraus. Ich will hier dann hinterher noch ein bisschen was vermitteln. Ja, hallo, Joachim Braunisch. Ich bin seit 2007 im RC Delmenhorst, Verkaufsleiter Delkeskamp Verpackungswerke. Habe gerade gesehen, dass Maja Ritterfeld irgendwie einen Weltpappteil unter ihrem Laptop hat. Finde ich total klasse. Habe 8 Jahre schon den Jugendaustausch gemacht in Delmenhorst. Bin jetzt der nächste Präsident. Ich glaube, das müssen wir mal prüfen. Wir haben den Rekord an Alter eines Zoom-Teilnehmers. Der ist 94. Das ist Harald Grimsel. Der macht bei uns immer jedes Meeting mit. Wir haben auch eine hohe Präsenz. Finden das klasse, haben sehr gute Referenten auch mittlerweile gehabt und pochen auch immer darauf, dass eigene Leute was zu berichten haben. Und lasst das mal auf mich zukommen, wie sich die Corona-Situation präsidial entwickelt, wie wir die Club-Meetings weitermachen. Bisher klappt das sehr gut, aber ich würde mich auch freuen, wenn wir wieder normale Präsenz-Meetings hätten mit Anfassen und Schnacken. Okay, vielen Dank. Monika Mertens. Mikrofon. Ja, hallo, ich bin Monika Mertens vom RC Bürgerpark, bin die zukünftige Präsidentin dort und Julia hat sich ja schon vorgestellt, die zukünftig die Öffentlichkeitsarbeit bei uns macht. Ich hatte vorher Axel gefragt, der Axel Schuller, den ihr ja nun sicherlich oder viele von euch kennen, der nicht mehr möchte, aber uns nach wie vor unterstützt. Ich selbst bin Center Managerin vom Weserpark. Wer den Weserpark nicht kennt, ein großes Einkaufszentrum in Bremen und freue mich auf das kommende Jahr. Okay, danke schön. Gerd Koop. Genau, ich bin vom Rotary Schloss Gründungsmitglied, Präsident elect und freue mich jetzt auf das gemeinsame Meeting. Und wir sind ein von Anfang an gegründeter, gemischter Club gewesen, was unseren Club besonders spannend macht.
gemischt virtuell und Präsenz oder weiblich? Männer und Frauen gleich von Anfang an. Und wir machen aber auch fast nur Zoom-Meetings momentan und mit einer hohen Präsenz. Jawohl, gut. Gertrud. Gertrud Mühltaler vom RC Ostdeutsch-Scharmbeck. Hallo. Ich mache seit vielen Jahren unsere Homepage und werde im Sommer Präsidentin von unserem Club. Okay. Dirk Bode, du musst dein Mikrofon einschalten. Jo. Ja, moin aus Oldenburg. Dirk Bode vom Rotary Club Oldenburg, Graf Anton Günther und Mitgliedschaftsbeauftragter des Distriktes. Und ich habe von Anfang an teilgenommen an diesen Seminaren für Öffentlichkeitsarbeit. Jawohl, und hast sie sehr gefördert in deiner Zeit als Governor. Lena Schmidt. Ja, Lena Schmidt aus dem Rotary Club Wittmund-Esens. Ich habe ab dem nächsten rotarischen Jahr das Amt der Öffentlichkeitsbeauftragten inne und bin ganz gespannt, was mich heute hier erwartet. Okay, danke schön. Horst Baraczewski. Guten Morgen, mein Name ist Horst Baraczewski. Ich komme vom RC Bremen-Weser und mache da seit längerer Zeit schon die Öffentlichkeitsarbeit, das Internet und im kommenden Jahr auch den Sekretär. Okay, danke. Henning Schwarze. Ja, guten Morgen. Ich bin Henning Schwarze. Bin ich zu sehen? Ich kann das bei mir jetzt auf dem Bildschirm gar nicht kontrollieren. Ja. Ich bin seit 20 Jahren Mitglied im RC Sieke, betreue dort im Moment den Jugenddienst und bin Incoming-Präsident. Und ich finde das fantastisch, dass über diese Zoom-Meetings Gelegenheit besteht, mich auf diese Präsidentschaft gut vorzubereiten. Ich bin Hals-Nasen-Ohrenarzt und in diesem Zusammenhang haben wir wöchentlich Webinare zur Fortbildung. Und ich muss sagen, das ist auch eine geniale Angelegenheit, um unkompliziert über den Tellerrand zu schauen sozusagen. Also ich bin mal ganz gespannt, was mich hier heute erwartet. Und ich bin mal ganz gespannt, was sich bei deiner Branche als Hals-Nasen-Ohrenarzt in Zukunft noch ergeben wird virtuell. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du gut virtuell untersuchen kannst. Ne? Nach dem Motto, das ist nur nicht möglich. Leider nicht. Ich bin selbst auch HNO-Arzt, Rüdiger Schönfeld. Wir sind eher in der Gefahrenklasse 1 eingestuft. Wir sind also als Erste bei uns in der Klinik geimpft worden. Also das Ganze wird über WebEx oder über Zoom nicht laufen. Da bin ich nicht ziemlich sicher. Sollte auch nur ein Spaß am Rande sein. Ja. So, jetzt haben wir als nächstes, Moment mal, jetzt muss ich mal eben sehen, da wäre dann die Hannelore Hecker. Ja, Hannelotte ist der Name und ich will Brille aufsetzen. Ja, aber das wird häufig verwechselt. Also ich bin Präsidentin im Rotary Club Oldenburg Schloss. Dieses Jahr, dieses bis auf 3-4 Meetings Zoom-Jahr. Und ich sehe, wir sind ganz gut vertreten heute mit 3 Personen. Ich muss mich leider auch ein bisschen früher verabschieden. Und meine Lichtverhältnisse hier liegen an den anderen technischen Verhältnissen. Bitte ich nachzusehen. Kommt aber ganz gut rüber noch. Das geht ganz gut. Man kann diese Lichtverhältnisse auch ein bisschen ausgleichen, indem man sich eine Lampe ins Gesicht hält. Aber das brauchst du nicht zu machen. Anja Kappler aus Sieke. Hallo, ich bin Pressesprecher und wahrscheinlich auch deswegen, weil mein Ehemann Redakteur ist. Er macht auch ziemlich viel privat mit Facebook-Videos, momentan über die Kirchengemeinde und hat da einen riesengroßen Erfolg. Und vielleicht kann ich das Fachwissen jetzt auch mit einbringen. Bei der Gelegenheit vielleicht die Anmerkung, wir würden uns im Distriktteam auch freuen, wenn jemand solche Kompetenzen noch mit einbringen wird. Ihr werdet gleich feststellen, wenn wir durch die einzelnen sozialen Medien gehen, es ist einfach für einen sowieso zu viel, auch für ein kleines Team schon zu viel. Wir brauchen wirklich noch viele Leute, die noch mit Twitter und so weiter sich auskennen und da vielleicht noch ein bisschen mitmachen wollen. Ganz zwanglos im Distriktteam, ohne Präsenztermine. Wir machen alles mit Zoom und das macht auch Riesenspaß, in dem Team mitzuarbeiten. Thomas Hinkelmann. Einmal Mikrofon. Ja, hallo. Einen schönen guten Morgen in die Runde. Thomas Hinkelmann ist mein Name. Ich bin aktuell in diesem etwas traurigeren Jahr Präsident des RC Osterholz-Scharmbeck. Und als Zahnarzt von der Öffentlichkeitsarbeit noch relativ weit entfernt, weil die Medien sind natürlich immer auch in meiner Generation, ich bin 73, nicht ganz so verbreitet. Von daher erwarte ich viel Input heute und bin sehr gespannt, was das Seminar uns heute bietet.
Zunächst mal auf jeden Fall viele nette Leute kennenlernen, auch wenn es nur auf kleinen Bildschirmen ist. Klaus Dröge. Morgen, Klaus Dröge vom RC Hümmling zu Sögel. Wir machen unsere Online-Meetings schon seit Februar. Sehr erfolgreich, mit großer Präsenz. Ich sitze hier in meinem Einzelhandelsgeschäft, das vom Lockdown betroffen ist durch unfähige Politiker. Und es kann das durchaus sein, dass ich zwischendurch, wenn da mal ein Kunde kommt, nicht kurz aus dem Meeting raus muss. Aber leider Gottes wird es hoffentlich, brauche nicht drüber. Gut, danke. Susanne Rosbach oder Rosbach. Ja, guten Morgen. Susanne Rosbach vom RC Wittmund-Esens. Ich bin im nächsten Jahr Präsidentin unseres Clubs und bin noch ein rotarisches Greenhorn. Und da Lena bei uns auch im Club ja für die Öffentlichkeitsarbeit im nächsten Jahr zuständig, auch noch recht frisch dabei ist, dachte ich, ist es vielleicht ganz gut, wenn wir uns das beide anhören und dann auch ein bisschen mehr Input haben sozusagen für das kommende Jahr. Online-Seminare kenne ich, bin Rechtsanwältin und die Fortbildung finden natürlich auch schon seit geraumer Zeit alle online statt. Das war's auch schon. Oh, das ist wunderbar. Also man braucht hier heute auch übrigens nicht nur anhören, sondern man kann auch gleich richtig mitmachen. Wir haben Breakout-Rooms vorbereitet, also ihr könnt alle schön dabei sein. Da haben wir die nächste Susanne, Boll-Westermann, mit Mikrofon, bitte. Ja, guten Morgen. Ich bin Mitglied im Club Oldenburg-Schloss, bin beruflich Professorin für Medieninformatik und Multimedia-Systeme und deswegen nicht überraschend seit Gründung des Clubs vor über 10 Jahren auch verantwortlich als Club-Internetbeauftragte und dann auch die Brücke zur Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben nahtlos auf Zoom umgestellt. Wir betreiben 3 Facebook-Seiten für unseren Club und auch unsere Projekte. Und ich bin hier auch schon seit einigen Jahren dabei, jetzt eben mal digital. Jo, danke. Joachim Schweinsberg. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin vom Club Wilhelmshaven, bin dort demnächst der nächste Präsident. Ja, wir machen auch Online-Meetings mit einem anderen Provider. Wir machen das mit GoToMeeting, geht aber auch gut. Unsere Präsenzen online könnten besser sein. Ansonsten hoffe ich mir von diesem Meeting heute eine ganze Menge Inputs, wie man Öffentlichkeitsarbeit vielleicht intensiver machen kann, auch für unseren Club. Wir haben also noch eine ganze Menge Luft nach oben. Okay, danke. Achim Bauklo mit der Uhr im Hintergrund. Ja, schönen guten Tag. Ich bin noch Öffentlichkeitsverantwortlicher in dem Club Osnabrück. Im nächsten Jahr wird es ein Jüngerer übernehmen, dieses Amt. Ansonsten bin ich immer daran interessiert, was dann so bei euch läuft und werde auch weiterhin immer mal teilnehmen. Ansonsten muss ich zugeben, wir haben zwar auch viele Online-Meetings mit guter Präsenz im Club, aber ich persönlich bin also mit Facebook und Company persönlich nicht so sehr interessiert. Aber vielleicht mein Nachfolger. Aber Achim ist auch immer mit dabei. Wobei ich sagen muss, du bist ja mein Vorgänger gewesen in der Öffentlichkeitsarbeit im Distrikt. Und ich glaube, du könntest heute den Alterspräsidenten machen. Nicht? Darfst du dein Alter hier sagen? Ja, 82. Jo, das ist doch schon ordentlich, ne? Tja, weiß ich auch nicht, aber ich kann es nicht ändern. Der Blick nach vorne ist ohne Feldstecher möglich in die Zukunft. Ja, super. Also schön, dass du immer dabei bist, danke. Lothar Weber. Ja, Lothar Weber, Rotary Club Berlin-Gendarmenmarkt, Polio-Beauftragter vom Distrikt 1940. Ich bin leider etwas später zugekommen, da ich den Zugang lange gesucht habe. Ich habe ihn dann aber doch gefunden und ich dachte, als Polio-Beauftragter kann ich eigentlich nur dazulernen, auch wenn ich mich früher verabschieden muss. Wir haben heute Distriktbeiratssitzung und als Polio-Beauftragter bin ich natürlich dabei. Okay, prima, danke. So, jetzt bin ich durch. Jetzt müsste sich noch jemand melden, der zwischendurch mal irgendwo in dem Bildschirm hin und her gewackelt ist, der sich noch vorstellen möchte. Dann scheinen wir alle zu haben. Dann werde ich jetzt mal zusehen, dass ich hier meinen Bildschirm freigebe. Und das passiert jetzt. Und
Kleinen Moment. Das ist übrigens die Steuerung für unsere Aufzeichnung hier, die wir individuell machen, also nicht in der, in der Wolke der Zoom, auch nochmal ein Stück Sicherheit bei uns. Und bringe jetzt mal hier das Dokument auf den Bildschirm, das gemeinsame Protokoll, was wir hier als Möglichkeit haben. Da ist so in Rot so ein Link gekennzeichnet, den habe ich auch dreimal jetzt, glaube ich, ins Chat reingepackt. Nehmt euch mal einen so raus und dann könnt ihr im Google selbst in diesem Protokoll eure Bemerkungen hinterlassen. Und auch gerade, wenn dann hinterher die Gruppenarbeiten sind, ist das ganz praktisch, denn kann man sich hier verewigen und kann also in dem Protokoll mitarbeiten. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Ich selber muss mich auch noch mal ganz kurz vorstellen für diejenigen, die mich tatsächlich noch nicht kennen. Ich bin Frank Garrels, bin also Öffentlichkeitsbeauftragter im Distrikt. Heute sagt man Head of Public Image, wenn man sich das in dem amerikanischen so vorstellt. Also da hat man schon viel mehr aus dem Öffentlichkeitsbeauftragten gemacht und das ist auch ganz wichtig, das zu wissen. Wir haben mal angefangen als diejenigen, die klassische Presse informiert haben und vielleicht mal irgendwo viermal im Jahr irgendwo eine Pressemitteilung geschickt haben. Heute sind wir diejenigen, die also das Marketing für den Club verantworten. Wir sind in einer wesentlich offeneren Welt unterwegs und wir haben auch die ganz, ganz große Aufgabe, nach innen zu kommunizieren. Nach innen zu kommunizieren, in den Club hinein. Denn bei der Informationsvielfalt, die uns gerade jetzt speziell mit den neuen Medien und mit dem Fall Corona jetzt ereilt haben, sind wir in eine derartige Informationsvielfalt im Grunde genommen hinein explodiert, dass wir alle damit umgehen müssen. Ich merke das also, wenn ich selber anfange hier zu gucken, links und rechts, man geht zu Club-Meetings, man geht zu Meetings von anderen Distrikten, man guckt sich an, was andere Distrikte machen, man guckt über den Tellerrand hinaus, man guckt zu Clubs in Amerika, ich habe einen Vortrag in Kuala Lumpur gehalten und einen in Amerika, in Nebraska. Es ist ganz einfach so vielschichtig geworden und man kriegt so viele Anregungen aus all diesen Bereichen, dass man wirklich für sich selbst erstmal sortieren muss, was gebe ich davon weiter, was kann ich davon selbst verarbeiten, denn ein Fulltime-Job ist dann Rotary schon wahrhaftig nicht mehr. Das ist schon was echt noch einen obendrauf. Also das merkt sicherlich also auch unsere Governor Maja Ritterfeld, der ich jetzt also ganz einfach nach diesen einleitenden Worten das übergeben möchte. WhatsApp 1850, Schwerpunkt im ersten Halbjahr. Maja, wie gewohnt, fasst du dich sicherlich kurz, weil wir natürlich schon wie gewohnt durch die Vorstellungsrunde ein bisschen im Zeitleck sind. Ich übergebe dir das Wort. Maja. Ja, ich bin da. Also ich hätte auch was vorbereitet, aber das mache ich jetzt nicht wegen der Zeit. Ich nehme an, dass die heute hier sind, sich auch informieren. Wir versuchen nämlich als Distrikt oder ich auch als Governor, möglichst alles das, was interessant sein könnte für die Clubs, weiter zu verbreiten. Heißt, der Governorbrief ist länger als sonst, habe ich auch schon bei Vorträgen gesagt. Das ist, um eben die Kommunikation zwischen denjenigen, die nicht bei Zoom-Meetings dabei sein können, die auch bei den Hybrid-Meetings nicht anwesend sein konnten, dass die informiert bleiben und auch, dass man die rotarische Welt kennenlernt. Viele Clubs sind wirklich nur so mit sich und noch nicht mal mit der Presse außerhalb beschäftigt. Die sind wirklich im Klüppchen drin. Das ist nicht verkehrt. Aber wir sind so eine tolle Weltgemeinschaft, dass es sich einfach lohnt, mal über den Tellerrand zu gucken. Und das versuche ich auch zu vermitteln. Was wir neu angefangen haben, und da bin ich Frank sehr, sehr dankbar, ist, dass wir dieses Online-Geschehen auch nutzen für die Distriktarbeit. Heißt, normalerweise wäre so ein Seminar wie dieses hier natürlich vor Ort gewesen. Wir haben jeden Monat jetzt ein Seminar, ein Webinar, wie man es auch nennen will, und versuchen, alle Themen, die auch für den Distrikt wichtig sind, da reinzupacken. Dann haben wir noch einen Vlog. In dem Vlog erzähle ich etwas über mich, etwas über meine Umgebung, meinen Club, aber auch über das Seminar, was dann in der nächsten Woche sein wird. Wir haben jetzt für mein Hauptthema M-Plastic Soup eine monatliche Interviewreihe, die natürlich auch mehr aufklärt. Ich bekomme von vielen Clubs immer die Frage, kann ich einen Referenten, wer kann denn bei mir mal vorsprechen. Man kann sich einfach auch in der Aufzeichnung solche Interviews nochmal anschauen, auch als Club. Und was wir dann noch gemacht haben, ist der Fotowettbewerb. Der ist nicht so, im Moment fehlen uns die Bilder, der lief am Anfang eigentlich recht gut. Und da merkt man auch, dass man immer wieder Nachfragen und
ja, nachhaken muss. Also das ist eine Sache, die mir in dem letzten halben Jahr bewusst geworden ist. Das Format möchte ich jetzt in den nächsten halben Jahr doch etwas ändern, daher auch das Kochen. Es wird auch ein Familienprogramm mal geben, wo man mit Kindern etwas, wo wir etwas basteln werden oder auch als Großeltern mit Kindern basteln. Wir werden mal eine Buchvorstellung haben eines Rotariers. Also wir werden noch ein Format im nächsten Halbjahr dazu nehmen, einfach um auch dieses Gewohnte zu durchbrechen und nochmal wieder was Spannendes reinzubringen. Ohne die Social Media wäre mir das alles nicht geglückt. Also wenn ich nur diesen Governorbrief in der älteren Form auch rübergegeben hätte, wäre da der Distrikt und wäre hier der Governor und da die Clubs. Und ich habe wirklich versucht, und da muss ich auch Frank anerkennende Worte zukommen lassen, das Ganze zu, ja, ein Kompromiss zu machen, etwas zu verengen, sodass wir auch wirklich alle informiert sein können. Die Sendungen oder Interviews, alles wird aufgezeichnet, kann man sich später angucken, auch wichtig. Ja, und ich denke einfach, 1850 ist in Deutschland da. Wir sind einfach erkennbar. Gerade war Lothar Weber da aus Berlin, die haben 1940, hat auch eine ganz tolle Öffentlichkeitsarbeitsgruppe. Und da schaue ich da manchmal rüber und denke, wow, also es ist ganz wichtig zu informieren. Ansonsten bleibt man das kleine Klüppchen. Das ist auch völlig okay, wenn man sich da wohlfühlt. Aber wir wissen ja alle, dass wir uns weiterentwickeln müssen, dass wir Fundraising machen müssen, dass wir Gelder brauchen, dass wir auf uns aufmerksam machen müssen. 2003, als mein Club gegründet wurde, und das ist auch das Letzte, sagte ich, brauchen wir denn keine Webseite. Und da bin ich von Älteren, das waren tatsächlich ältere Mitglieder, richtig belehrt worden. Du kennst wohl Rotary nicht, du hast wohl nicht verstanden, worum es hier gemeint ist. Wir arbeiten hinter verschlossenen Türen. Wir tun Gutes, aber wir sprechen nicht darüber. Wir haben jetzt gemerkt, das geht einfach nicht mehr. Daher auch das Jahresmotto der geöffneten Türen. Wir müssen raus in die Welt und die Welt auch reinlassen in unsere Clubs. Und ja, ich bin froh, dass das durch diese Öffentlichkeitsarbeit und durch die vielen Möglichkeiten, die wir haben, ja, einfach da ist und da sein kann. Wichtig noch, und das ist, was Frank auch gerade sagte, es muss gepflegt werden und man braucht dafür Leute. Und die müssen auch Herz für die Sache haben. Es nützt nichts, wenn man jemandem diese Aufgabe draufdrückt und der hat keine Gefühle, keine Verbindung zu zum Beispiel sozialen Medien. Dann wird es auch nicht gepflegt und dann, wenn es nicht gepflegt ist, hat man auch keinen Erfolg damit. Dabei möchte ich es zunächst belassen und wenn Fragen sind, kann das ja ganz hinten nochmal gemacht werden. Danke. Jawohl, und nicht zu vergessen, dass also, wenn man die Türen öffnet, man mit frischem Rückenwind in die Zukunft geht. Das ist ja dein Motto. Maja, das war kurz, knapp und präzise. Wir kommen wieder gut in die Zeit rein. Ich möchte eins vielleicht gleich aufgreifen. Du hast ja über die vielen Sachen berichtet, die wir hier machen. Und ich glaube, wir beide sind uns einig. Ich habe ja am Anfang, bevor du überhaupt schon Governorin warst, habe ich gesagt, Maja, wenn du was vorhast, lass uns das sofort in Termine einhüllen und lass uns diese Termine unumwerflich festlegen. Und das haben wir gemeinsam gemacht. Und darum gleich der Tipp an alle, wenn ihr irgendwelche Sachen plant, macht euch eine Meilensteinliste, macht euch eure Termine, kommuniziert die im Club, dann seid ihr auch selbst verpflichtet, euch daran zu halten. Das ist wie beim Rauchen aufgeben, wenn man das will. Dann sagt man möglichst vielen Leuten Bescheid, ich gebe das jetzt auf. Und da muss man sich auch ein bisschen mehr dran halten, als wenn man das heimlich für sich macht. Das heißt also, wenn der Öffentlichkeitsbeauftragte im Club sagt, ich plane zu den Monaten, wo die einzelnen Dienste da sind, Themenschwerpunkte und bitte euch dazu, mir Unterlagen zu geben, was ihr gerade in eurem Bereich macht, dann habt ihr schon mal einen Schritt gemacht, die Leute auch auf euch zuzuziehen, dass ihr nicht immer hingehen müsst. Das ist also schon mal ein ganz wesentlicher Punkt. Maja, du hast noch Finger gehoben. Ja, das Letzte noch, das wurde ja gerade auch gesagt. Bitte, bitte, bitte sorgt dafür, dass interessante Vorträge, interessante Themen, die ihr behandelt, dass die auch in die Distriktagenda kommen. Dann können alle Clubs darüber Bescheid wissen und sich dazuschalten. Das ist ja heute möglich. Ich habe es eingesehen, dass das wenig Sinn machte, wo wir nicht online waren. Aber jetzt, wo wir online sind, können wir alle dafür begeistern, auch mal an einem anderen Meeting teilzunehmen. Aber dafür müssen die dann auch veröffentlicht werden und bekannt sein.
Jo, und da werden wir immer besser. Es gibt jetzt ja auch national schon den Start, dass es eine Datenbank gibt, wo Vorträge eingesehen werden können und dann wieder aufgerufen werden können. Also da sind wir auf einem guten Weg, glaube ich. So, ich gehe jetzt mal rein in die Werkzeuge für die Öffentlichkeitsarbeit und jetzt machen wir mal eine Tour de Raison. Ihr könnt euch alle hinterher die Aufzeichnung nochmal angucken, denn die ist auf jeden Fall auf dieser Seite drauf. Das ist unsere Landingpage und da war eben auch der Freund aus Berlin, der sagte, er hat uns gesucht. Uns findet man immer bei allem, was wir machen, auf der Landingpage. Und das ist das Schöne. Das ist praktisch die Seite, auf der wir alle unsere Workshops und so weiter machen. Es gibt keine extra Einladung via Zoom und mit großen, langen Abkürzungen und Passwörtern. Man kommt hier rein, man klickt sich rein, man akzeptiert das, dass man dabei ist und wumm ist man da. Und dann kann man also auch hier die Sachen abrufen, die schon stattgefunden haben. Das ist auch sehr wichtig. Es ist ein Querverweis zu den Vlogs von Maja. Empfehle ich übrigens jeden Einzelnen anzugucken, also wirklich mit viel Liebe und Detailverliebtheit auch produziert, inklusive Kostüm und alles, was Maja da alles so macht. Also ich finde es immer wieder toll und bin immer wieder gespannt, was da kommt. Dann haben wir auch Interviews, hier gerade hauptsächlich zum Thema Umwelt, ja unser wichtigstes Thema. Hier guckt man den 7. Vlog an von der Maja. Den kann man direkt hier auch aus den aktuellen jedenfalls immer aus dieser Seite heraus aufrufen. Und hier sind all die alten Sachen, die Aufzeichnung steht überall kleinen Aufzeichnung anzeigen. Wir können also den Holger Knaack jederzeit vom 15. Juli, als er noch jung und knackig seines Amtes gesprochen hat, kann man hier als Aufzeichnung bringen. Jetzt ist er mittlerweile schon über ein halbes Jahr im Amt. Seine Amtszeit neigt sich schon mehr dem Ende zu, genau wie unsere alle dann, die wir in irgendwelchen Ämtern sind, die dann wieder auslaufen zum Ende des rotarischen Jahres. Und man hat die einzelnen Bereiche, man kann das also alles nochmal nachlesen und das geht weiter, zieht sich durch das ganze Jahr durch. Ich kann dazu schon sagen, ich habe mit Gerd Beckmann, mit Majas Nachfolger gesprochen. Wir haben die Terminliste für das nächste Jahr fertig. Das heißt, es wird genauso weitergehen, egal was mit unserem Covid-19 passiert. Diese Distriktseminare beziehungsweise diese Möglichkeiten für die einzelnen Dienste, sich einmal im Monat in ihrem Monat darzustellen, die werden wir auf jeden Fall beibehalten und das finde ich sehr gut. Da war Treffen der neuen Mitglieder, Seminar-Kommunikation-Checkliste haben wir gerade heute und hier ist der Online-Kochkurs da in Oelsen. Da können wir jetzt immer noch, ich habe übrigens schon den Fisch im Kühlschrank da. Ich habe da welchen gefunden, der sich ein bisschen länger hält. Und ich bin auf jeden Fall dabei. Gut, Adventskalender ist übrigens auch hochinteressant, den sich nochmal anzugucken. Also die Beiträge von den einzelnen Clubs, das war schon toll. Gut, ich würde einfach darum bitten, dass ich durchfahren darf. Fragen kriegen wir heute nicht hin, sonst mangelt es an der Information. Aber wir können natürlich hinterher noch nach 12.30 Uhr ein bisschen zusammensitzen hier. Ich habe das so eingeplant. Dann können wir auch solche Sachen nochmal im Einzelnen durchsprechen. So, jetzt kommt die nächste Seite, die habe ich mir runtergeladen von der Rotary.de, von der Seite, das ist die Beschreibung des Clubausschusses für Öffentlichkeitsarbeit, da nennt man das einen Ausschuss, also das ist das, was die einzelnen Öffentlichkeitsarbeiter hier machen. Hier kann man nachlesen, was von uns eigentlich erwartet wird. Und das ist auch schon ganz richtig dargestellt. Werbung für Clubaktivitäten steht da zum Beispiel drin. Planentwicklung, da sind wir dabei. Nutzung der Ressourcen im Brand Center, werde ich gleich nochmal darauf hinweisen. Und so weiter und so weiter. Also das kann jeder für sich runterladen und kann das also nochmal durchgucken, ob das, es gibt ja auch ein Handbuch für Öffentlichkeitsarbeit, ob das tatsächlich alles Dinge sind, die man so schon auf der Zielrichtung hat. Wir haben wirklich einen der umfassendsten Jobs in unseren Clubs, das muss man wirklich sagen. Da kommen wir schon mal zur Seite des Distriktes, zu der Rotary-Seite, Distrikt 1850. Jetzt sieht man da oben bei mir, ich bin angemeldet zum RMOCMS. Das ist ja wieder eine rotarische Abkürzung. Also das heißt, dass ich also ja auch als Distriktreporter dem Online-Redaktionssystem angeschlossen bin. Und deshalb sehe ich natürlich auch die Artikel, die noch nicht veröffentlicht sind. Aber dieser ist veröffentlicht und die anderen auch, die auf der Seite sind. Und das ist eine wunderbare Ergänzung des Rotary-Magazins. Ich kann nur empfehlen, dass ihr jedem im Club diese Seite nahe bringt, denn sie wird nicht getrackt, wie viele Besuche da stattgefunden haben, aber ich kann mir vorstellen, bei der Anzahl von Leuten, die wir im Distrikt
beschäftigt sind. Es können noch einige mehr Klicks auf diese Seite erfolgen. Und da sind eben auch Berichte über die einzelnen Clubs nachzulesen, die man dann natürlich auch im Club wiederum als Beispiel nach vorne tragen kann. Und ein tolles Beispiel ist gerade jetzt hier ein Artikel, der also auch im Rotary-Magazin erscheinen wird in dem Februar, in der Februar-Ausgabe. Die Bremer Clubs, die sind seit 3 Jahren unter der Moderation von Axel Schuller zusammen und machen ein großes Projekt jedes Jahr. Das heißt, wir schmeißen zusammen, was wir im Bereich Projekte gemacht haben, was wir insgesamt gesammelt haben für Spenden. Und daraus kommt dann eine große Zahl und er schafft es dann auch, das in den Medien unterzubringen, wobei das in einer Großstadt wie Bremen ganz, ganz schwer ist, da rotarische Themen in die Medien reinzubringen. Nur mit dieser überzeugenden Summe von 164.730 Euro und diesen vielen Projekten hat er immer wieder eine gute Chance, die ganzen Clubs gebündelt nach vorne zu bringen. Also wenn man in der Region zusammenarbeiten möchte und sich selbst vielleicht ein bisschen in den Hintergrund stellt bei dieser Kommunikation, dann kann man da auch gemeinsam noch eine ganze Menge erreichen. Das ist die Seite, die ist auch in dem Protokoll nochmal als Link angegeben. Die gleiche Seite gibt es für Rotary in Deutschland. Und wenn man da sieht, dann kann man hier runterscrollen. Die ist genauso aufgebaut mit dem gleichen Redaktionssystem. Und hier ist dieses Rocas neu. Wenn man da draufklickt, dann kommt man zum digitalrotary.de. Und das ist eine Seite, die noch im Aufbau ist. Aber da kann man schon von der Deutschland-Seite her auch sehen, dass hier unter anderem der Newsletter, der kommt als nächstes. Ich habe die Deutschlandgeschichte, ist hier die Digital Rotary. Das wollte diese. Dass man hier Rocas, RoWeb, RoAb, Rotary, elektronisches Mitgliederverzeichnis. Leider Gottes habe ich gestern versucht, da was zu machen, funktionierte leider Gottes im Moment nicht. Wir sind in einer Umbruchphase. Wir müssen ab und zu etwas Geduld haben mit dem, was passiert. Auch RoCloud ist sicherlich noch ein Thema, wo wir noch viel dran arbeiten müssen. RoMail ist auch noch im Aufbau. Das ist natürlich über Rocas praktisch mit erreichbar. Wir haben hier Sprechstunden für Rocas und wir haben hier weitere Schulungsangebote, finden Sie hier. Da sind auch noch mal nationale Schulungsangebote zu finden. Man muss einfach zusehen, und das ist wieder genau dieser Punkt, wir sehen das auch bei dem Internationalen gleich, Rotary hat sich also auch im Internet mehr und mehr entwickelt. Es werden Angebote gemacht, manche werden wahrgenommen, manche fallen unter den Tisch. Manchmal sind auch Unterlagen, die reingestellt sind, vielleicht schon ein paar Jahre alt und man stellt fest, aha, da könnte mal wieder ein bisschen frischer Wind rein. Aber das schafft man bei diesen vielen Sachen, die hier bei uns wirklich abrufbar sind im Internet, eigentlich nicht. Darum ist es auch gut, wenn man so ein Newsletter hat. Ich habe mich bei diesem Newsletter angemeldet und muss sagen, ich bekomme immer mit persönlicher Ansprache von der Susanne Meinert einmal im Monat diesen Newsletter und das ist ein guter Überblick über das, was in der Rotary-Welt passiert, sicherlich auch distriktbezogen ein bisschen mit dem Schwerpunkt. Und ich finde das wunderbar, mal einmal quer zu lesen. Und das ist eine Sache, die gebracht wird, wo man nicht hingehen muss. Die hat man in der Mail drin. Und man kann da doch einige interessante Anregungen auch für seine eigene Öffentlichkeitsarbeit herausfinden. Danke, darf ich ergänzen? Also ist ganz wichtig, auch für die die jetzt heute dabei sind, dass man diese Sachen, die man als Club macht, auch weitergibt, damit sie auf diese Seite veröffentlicht werden können. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wenn man möchte, dass auch seine Aktion mehr Aufmerksamkeit kriegt, auch mal dort auf diese Online-Seite erscheint, dann sollte man sich doch mit dir in Verbindung setzen. Ja, das ist ganz einfach. Eine E-Mail schicken mit einem Bild und 10 Zeiler, dann mache ich da was draus. Das Rotary-Magazin ist begrenzt auf einen Artikel und einmal in Kürze. Aber hier im Internet haben wir das ganze große Internet für uns zur Verfügung. Jetzt komme ich noch zu einer Besonderheit, die vielleicht für alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, bekannt ist, aber für manche neu sein mag. Es gibt noch eine Seite Deutschland und die kommt über Rotary.org. Die habe ich jetzt hier aufgerufen. Die heißt rotary.org/de. Die wird verwaltet von unserem Rotary Head Office in Evanston und von denen aus wiederum in dem Europabüro in Zürich. Und hier sind manchmal tatsächlich auch andere Angaben zu sehen als auf unserer eigenen Seite. Auch andere Herangehensweisen, gerade im Bereich Mitgliederwerbung, sind die amerikanisch aufgebauten Rotary-Clubs etwas mehr
in die Marketing-Ebene hineingestiegen. Die sagen, kommt, meldet euch übers Internet, wenn ihr Rotarier werden wollt und wir kontakten euch. Als das in Deutschland dann angefangen hat, da gab es bei einigen Clubs Aufschreie. Nein, wir suchen uns unsere Mitglieder selber aus. Ja, sollen wir auch. Aber wir haben ja hier diese Hilfsmöglichkeit über so eine Seite. Also Rotary.org und Rotary.de sind nicht in Verbindung zueinander. Es gibt zwei Rotary-Deutschland-Seiten. So viel zur Information. Und jetzt ist das Wichtige dabei. Über diese Rotary.org kommen wir in My Rotary hinein. Jetzt mache ich einmal eine gedankliche Umfrage. Wer ist alles schon registriert in My Rotary? Ihr braucht euch nicht zu melden, weil ihr ja bei mir auf der Bildschirmteilung seid. Aber wenn ihr es noch nicht seid, ihr müsst euch da bei My Rotary mit einem extra Passwort, was ihr selbst generieren könnt, anmelden und habt praktisch den zweiten Teil Rotary International, den ihr damit erreichen könnt. Über dieses My Rotary kann man viele Sachen haben und ich nehme mal als Schwerpunkt heraus das Brand Center. Das kriegt man also, wenn man in My Rotary reingeht. Übrigens, man kann auch seine eigenen Daten nachlesen. Man kann gucken, ob die Adresse im internationalen Bereich noch richtig ist. Man kann versuchen, das zu ändern. Manchmal klappt das auch ganz gut. Auch hier ist es tatsächlich so, wir haben eine ganz einfach eine Internetpräsenz, die im Umbruch ist. Wir haben im letzten rotarischen Jahr eine neue Software für die Internetverwaltung aufgesetzt, auch international. Und genau wie wir hier festgestellt haben bei ROKAS, müssen wir einige Sachen ganz einfach erstmal wieder neu definieren. So ist es auch hier. Das Brand Center ist mittlerweile recht stabil und man kann in diesem Brand Center tatsächlich hier Logos runterladen, man kann Aktionen nachspielen, man kann Materialien, zum Beispiel hier diese Materialien, da kann man also eigene Flyer machen, die schon ein bisschen vorgearbeitet sind, wo man nur noch Texte einbringen muss. Das erleichtert die Arbeit. Wir können hier für Anzeigen downloaden, diese kleinen Sprüche, die da oben drauf sind, die können wir mit eigenen Bildern hinterlegen. Wir können Bilder und Videos runterziehen, wobei ich sagen muss, so sehr man sich vielleicht in Evanston Mühe gibt, das Ganze international zu gestalten. Also sowohl die Chinesen als auch die Deutschen haben sicherlich Probleme, mit diesen Videos immer was anfangen zu können. Aber einige sind dabei, da können wir was mit anfangen. Und man kann hier auch auf Sprache Deutsch klicken und dann hat man schon die deutsch angepassten Versionen. Es ist ein bisschen schwierig, bei so einem weltumspannenden System tatsächlich immer auch den lokalen Input zu finden, dass es also auch passt. Und wenn man zum Beispiel hier das Wort transformieren, das kann man jetzt ganz gut nehmen in Deutsch, aber das Amerikanische wird manchmal etwas holperig übersetzt ins Deutsche. Man hat dann eben diese Leitlinien da oben drauf, die kann man auch nicht ändern. Aber man kann daraus nehmen, was man gebrauchen kann. Und man kann natürlich auch mit dem Bereich Logos hier sein eigenes Club-Logo mit dem Rotary-Logo kombiniert selbst gestalten. Also es ist eine wunderbare Ergänzung. Und es sind bei diesem My Rotary auch Schulungen, die man dann absolvieren kann. Und die sind wirklich sehr gut. Da kann man also wirklich mit wenigen Schritten Zertifikatslehrgänge in Sachen Rotary machen. Man kann sich auch so ein kleines Zertifikat selbst ausdrucken. Man kann dann seine Wand damit behängen oder man lässt es bleiben. Aber auf jeden Fall, das ist ein Ansatz, der schon seit einigen Jahren läuft und der also auch ganz gut rüberkommt, auch im deutschen Bereich. Jetzt haben wir hier das ROKAS, habe ich eben erwähnt. Man kommt da rein mit dem allgemeinen Rotary-Passwort, was man für sich selbst festgelegt hat, mit dem man in ROKAS reinkommt mittlerweile. Man kommt damit in die Dienste rein, die man haben will, RoWeb. Man kommt rein in das, in die Rotary-App. Man kommt in das Rotary-Mitgliederverzeichnis und so weiter und so fort. Also da sind wir mit Single Sign-In, wie die Fachleute sagen, sehr gut unterwegs und können also diesen ganzen deutsch organisierten Rotary-Bereich mit einem Passwort abdecken, können das auch praktisch in unserem Browser hinterlegen, sodass wir nicht immer neu uns einticken müssen. Das Gleiche passiert dann eben mit dem anderen getrennten Passwort für die Rotary.org und MyRotary-Seite. So, dann kommen wir schon zum nächsten. Ich mache nämlich jetzt keine ROKAS-Schulung. Vielleicht ganz kurz die Anregung, gebt das weiter an eure ROKAS-Betroffenen. Wir haben im Distrikt neue Termine zum Thema ROKAS. Unser Kim Grüttner, der DIKO und sein Vorgänger Elko Behrens haben sich bereit erklärt, jeden Monat eine Rotary-ROKAS-Stunde zu machen. Und wir bringen das natürlich auf unserer Rotary-1850-Seite, Rotary-1850 live nach vorne. Also interessant, weil interaktiv Fragestunde. Und sicherlich gibt es auch einige Fragen, die hier zu beantworten sind.
Dann als nächstes, das virtuelle Kochen soll nur ein Beispiel sein. Wir haben auf Facebook Veranstaltungen. Jeder Club kann seine eigenen Veranstaltungen auf Facebook posten. Es ist ein Hinweis, es ist nichts Offizielles. Wer sich hier anmeldet, ist nicht gezwungen, dabei zu sein. Es ist einfach nur, dass man sagt, okay, ich habe es gelesen, ich finde das gut. Immer, Leute, teilt diese Sachen, die bei uns stehen. Das braucht man nicht extra zu erwähnen. Alles, was auf der Rotary-Seite steht, kann auch geteilt werden. Und je mehr so etwas geteilt wird, desto viraler wird es. Das ist eben wie unser blöder Covid. Je öfter wir also hier infizieren, sprich also auf eigenen Seiten teilen, desto mehr können wir so etwas nach vorne bringen. Also man muss einfach mal sehen, wenn ich jetzt sehe, dass ich also hier 1200 Leute auf der Rotary-Facebook-Seite habe und ich habe gerade die Bewerbung dieses virtuellen Kochens gemacht und bin plötzlich bei 300.000 Leuten, die das also erreichen können, dann weiß man, dass diese 1200 Leute eben insgesamt 300.000 Kontakte haben. Darf ich kurz was zu sagen, weil das liegt mir am Herzen. Wenn wir diese Veranstaltung, Entschuldigung, Frank, wenn wir diese Veranstaltung hochgeladen haben, einfach nur mal auf den Button Interesse, also dass man Interesse daran hat, weil dann wird das dann bei euch in den Kontakten auch wieder gezeigt, dass der Frank Interesse an diesem Kochkurs hat, weil dadurch haben wir dann auch eine kostenlose Streuung optimiert. Also das siehst du jetzt als Administrator jetzt nicht da drin, Frank, ne? Aber generell bei diesen Veranstaltungen entweder ja, ich nehme teil oder ja, ich habe Interesse oder ich like das dann auch nochmal zusätzlich. Alles das bringt uns, dass wir diese Veranstaltungen weiter streuen. Ne? Ja. Damit stellt sich Wolfgang Gudo Mertens vor, der Mann, der für die Termine auf unseren Social-Media-Plattformen zuständig ist, der also für diese Veranstaltungen letztendlich auch verantwortlich zeichnet und festgestellt hat, als er das übernommen hat, war das also, ich mach das mal. Und jetzt hat er festgestellt, das ist eine Mega-Arbeit. Das ist eine Arbeit, ja. Ja. Dann haben wir hier bei Facebook, gehen wir weiter, auch die Seite von dem Rotary Deutschland. Da können wir natürlich als Öffentlichkeitsarbeiter sehr von partizipieren, sehr daran partizipieren, weil hier Rotary Deutschland eben, also unsere Deutschlandzentrale, hier die Artikel postet. Die sind dann eben auch für Deutschland angepasst. Im Gegensatz zu den amerikanischen Seiten ist dieses hier also auch gepflegt von den deutschen Leuten im Rotary Verlag. Also man kriegt hier ganz gut Bilder, Material und so weiter. Man kann also dann verlinken auf die eigene Internetseite, auf die eigene Facebook-Seite, meine ich. Und das ist also auch manchmal eine Arbeitsersparnis. Als nächstes haben wir jetzt hier eine Seite, die aus dem internationalen Bereich ist, Rotary International President. Aber wir sehen auch, hier ist Deutschland, nicht? Hier ist der Mann, der auf seinem Oktopus über seine Holsteiner Seen schippert mit seiner Frau. Holger Knack war, glaube ich, in seinem ganzen Präsidentenjahr nur einmal irgendwo zu seiner ersten Schulung oder zum ersten Meeting mit den internationalen Präsidenten da in Amerika und hat dort eine Wohnung und hat dort ein Büro. Und irgendwann muss er jetzt anfangen, seine Wohnung wieder aufzulösen, ohne dass er einmal da gewesen ist. Aber er hat hier eine Internetseite, das ist die Seite für den Rotary International Präsident, ist nach dem Motto aufgebaut, wie auch bei den amerikanischen Präsidenten. Haben wir einen neuen Präsidenten, ist diese Seite mit einem neuen Präsidenten bestückt. Das finde ich also auch sehr gut, ist eine kontinuierliche Seite, nicht persönlich, sondern er hat sie amtsbezogen. Also sehr gut, kann man sich auch mal überlegen, ob wir sowas vielleicht demnächst für den Governor hier auch des Distriktes machen. Also ich finde das ganz gut. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Twitter-Account. Da könnt ihr mal sehen, hier, wir haben also hier schon 2.396 Tweets gelandet. Wir sind seit 2009 bei Twitter. Das, lieber Achim Borklo, das war eine meiner ersten Amtshandlungen, als ich dich das erste Mal beerbt habe in dem Amt. Da habe ich nämlich den Twitter-Account und den Facebook-Account für Rotary Distrikt 1850 aufgebaut und habe ihn auch über die Jahre gerettet, sodass er mittlerweile, glaube ich, der älteste deutsche Twitter-Account in Sachen Rotary ist. Wir haben 2066 Follower weit über die Welt. Und ich wünsche mir jemanden, der mit Twitter arbeitet, der diesen Account übernimmt und ihn nochmal selbst eigenständig pflegt. Ich muss sagen, das ist einer derjenigen, weil der bei Rotary insgesamt in Deutschland nicht so gelesen wird, den ich am schlechtesten pflege. Also da könnte ich wirklich jemanden gebrauchen, der mir da hilft. Dann haben wir hier den Bereich Instagram.
Hier hilft mir die Maja schon sehr gut und auch andere Leute mit Freigabe zum Posten, unter anderem auch der Florian Tanzen, der also für Roter Rack Berichterstattung da ist. Hier ist im Grunde genommen auch eine Ergänzung. Lass mich in dem Zusammenhang sagen, es gibt ja die Möglichkeiten, dass man also was in einen Account reinschreibt und dann sagt, das wird im nächsten dann gleich wieder gespiegelt. Das hat seine Vor- und Nachteile. Alle Plattformen haben einen anderen Ansatz, ihre Leute zu begeistern. Instagram ist mehr bildorientiert, Facebook ist mehr textorientiert, in Facebook kann man viel mehr Gruppenarbeit machen und so weiter und so fort. LinkedIn ist wiederum ganz anders, ist mehr im Business-Bereich orientiert. Also ich halte nicht so viel davon, auf allen Plattformen das Gleiche zu posten. Das wird auf Dauer irgendwo ein bisschen komisch und darum ist es schön, wenn man für jede Plattform Verantwortliche hat, nach Möglichkeit mehrere. Auch im Club ist es ganz gut, wenn der Internetbeauftragte oder der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit noch jemanden hat, der mit ihm zusammen Zugangsrechte hat und da was reinschreiben kann. Das Gleiche betrifft unseren LinkedIn-Account. Mit dem ist unser lieber Wumm, Wolfgang Udo Mertens, vor ganz kurzer Zeit in die Öffentlichkeit gegangen. Darum haben wir da auch erst 33 Follower. Aber er baut diesen Bereich auf und in 10 Jahren haben wir hier wahrscheinlich auch 1000 Follower. Das ist eine wunderbare Plattform, um von da aus in LinkedIn in andere Gruppen hineinzugehen. Es gibt hier sehr, sehr viele Foren in Sachen Rotary, alle meistens englischsprachig. Aber man kann hier tatsächlich im internationalen Bereich sehr viele Anregungen holen, sehr viele Leute kennenlernen, auch im internationalen Bereich. Also LinkedIn ist da durchaus empfehlenswert. Der deutsche Ableger Xing, den ich auch hier nochmal darstellen kann, der ist auch mit einer Seite Rotary Club versehen und auch da kann man dabei sein. Die gibt es übrigens auch schon, diese Rotary Club Seite in Xing, die gibt es also schon wirklich sehr, sehr lange, schon vor 2009, also schon vor unserem Twitter-Account, gab es diese Seite und die wird also auch seitdem von dem Freund Gattermann, glaube ich, ich muss mal eben gucken, den muss ich ein bisschen runterziehen, das ist der Mann, der diese Sache da verwaltet, der ist nämlich bei mir jetzt gerade. Da sind eure Bildchen mit dabei. Das ist der Raimund Gatter, ja, der das hier moderiert. Also das ist schon auch eine interessante Geschichte. Es wird auf dieser Seite tatsächlich also auch sehr kontrovers diskutiert. Wer Lust hat am kontroversen Diskutieren, der ist auf dieser Seite sehr gut aufgehoben. So, jetzt wollen wir hier wieder runtergehen, dass ich da oben wieder in mein Feld reinkomme. So. Dann haben wir als nächstes, und wir kommen auch so langsam zum Ende, haben wir hier Zoom, da brauchen wir nichts zu machen, und haben nochmal Rotary Live, die Steuerung. Ich bin also soweit mit den Sachen, die ich hier jetzt rüberbringen wollte, durch und stoppe damit also auch meine Bildschirmübertragung und hole uns jetzt wieder zusammen zurück in dieses Forum. Und würde jetzt einfach sagen, 11.08 Uhr, wir gehen mal für 10 Minuten alle. Ich gehe einen Schluck Wasser holen, damit meine Stimme wieder geölt ist. Und dann, wenn wir wieder reinkommen, dann gehen wir in diese Breakout-Sessions rein. Ich will das nochmal einmal kurz, ich richte die dann ein, dass wir da reingehen können. Und in den Breakout-Sessions haben wir also verschiedene Räume, in denen wir uns darstellen können und uns unterhalten können und vielleicht auch irgendwo ein Gesamtpaket herausholen können, was wir hinterher der Gruppe vorstellen. Es gibt einmal den Bereich Social Media orientiert, es gibt einmal den Bereich Klassisches, es gibt den Bereich Kommunikation nach innen, was können wir da machen, und es gibt den Bereich Allgemeines, wo alle reinkommen können, die einfach nur mal irgendwo eine Runde plauschen wollen über Öffentlichkeitsarbeit. Die werde ich jetzt freigeben, diese Breakout-Räume. Moment, die gebe ich jetzt nämlich frei. Alle Sessions beginnen und ich hoffe mal, dass wir jetzt, könnt ihr jetzt diese Breakout-Sessions sehen und könnt euch eventuell da hineinbeamen oder muss ich jetzt noch zuordnen? Ich weiß das nämlich nicht so genau. Man müsste, da unten sind jetzt so drei Vierecke auch rechts, ne? Ja. Und da müsste jeder eigentlich die... Nee. Da ist nichts zu sehen. Also, dann bitte einfach mal Zoom updaten, weil das ist nicht seit ewig, das ist jetzt seit den neuesten. Nee, ich habe schon ein neues Update. Das okay. Hat, glaube ich, gerade nichts zu tun. Also ich sehe Breakout-Session, sehe ich. Sind Sie Co-Host?
Ich sehe sie auch nicht. Ich habe auch das Neueste und normalerweise. Okay, dann musst du das irgendwie freigeben. Also es gibt ja zwei Stufen, ob man es sieht und ob man sich selbst zuordnen kann. Ne? Und das ist eben mit der neuesten Version in der Tat erst möglich. Aber die gibt es jetzt schon seit, ich glaube, Oktober. Also das ist ja, schon eine ganze Weile her. Ich werde gucken während dieser Pause, ob ich da die entsprechenden Zuordnungen ändern kann. Wenn nicht, dann habe ich hier das Thema, dass ich jetzt, ich frage jetzt ganz einfach mal, dann lass uns das eben machen, denn ordne ich zu. Dann machen wir das jetzt zu Fuß, das ist am einfachsten. Wir können, Horst Baraczewski, in welches willst du rein? Social Media Kommunikation allgemein, klassisch oder allgemein? Frank? Ja? Man kann einfach selbst in den Raum gehen, wenn du kannst sie einfach benennen. Und da kann man selbst in den Raum gehen und man kann auch von dem einen Raum noch in den anderen gehen. Das ist eigentlich. Es ist leider Gottes in der Vorbereitung leider Gottes nicht gemacht und ich kann es ändern. Ich kann es nicht ändern, weil ich bin zwar jetzt als Host drin, aber angelegt hat Christian das Ganze und der hat das so angelegt, dass man die Leute in die Räume zuordnen muss. Und ich müsste jetzt einmal ganz kurz durchgehen und frage Horst Baraczewski, Social Media Kommunikation oder klassisch oder allgemein? Kann ich die Themen mal eben in den Chat schreiben? Kann ich machen. Moment. Ich habe sie so schnell runter, dass man die am Ende nicht mehr weiß, was am Anfang war. Chat. Social, klassisch, nach innen, allgemein. So, bumm. Das sind die vier Bereiche. Nochmal im Chat drin. So, jetzt fangen wir nochmal an. Anja Kappler. Ich würde in Social Media gehen. Okay, ist zugeordnet. Horst Baraczewski. Kommunikation nach innen. Henning Schwarze. Gehen wir erstmal weiter. Hans-Bernd Essing. Social Media. Moment. Jetzt würde ich dich ganz gern zuordnen. Kriege ich jetzt nicht hin. Da ist er. Social Media. Frank, wenn ich kurz dazwischen rufe, bei mir zumindest kommt dein Chat-Input nicht vor. Ich sehe da nicht diese Liste. Inzwischen weiß ich sie, glaube ich, auswendig. Okay. Zu sehen ist sie nicht. Ja, bei mir auch nicht. Ist nicht zu sehen. Ich habe es reingepackt. Müsste den Chat nach oben scrollen. Nein, du bist nicht klassisch nach innen allgemein. Ist drin. Ich muss mich leider auch verabschieden. Das ist das nächste und davor ist meiner. Sozial klassisch nach innen allgemein. Nein. Okay, dann EDV. Gerd Kopp. Jetzt ist es Social Media. Social Media. Henning Schwarze. Allgemein. Allgemein. Thomas Sander. Mach klassisch, bitte. Klassisch. Gertrud Mittaler. Nach innen. Hinkelmann. Thomas Hinkelmann. Kommt später. Susanne Rosbach. Nach innen. David Hewicke. Andreas Lüder. Nach innen, bitte. War das jetzt Andreas Lüder, ja? Ja, nach innen, bitte. Nach innen, okay. Dann Susanne Boll-Westermann. Social Media. Joachim Schweinsberg. Allgemein. Lena Schmidt. Allgemein, bitte. Moment, allgemein. Joachim Braunisch. Gemein. Nein, Moment. Jetzt müsste ich noch zuordnen können. Da ist er, zuordnen und allgemein. Wir haben nochmal Thomas Hinkelmann, frage ich nochmal. Allgemein. Gerne. Allgemein. Dann haben wir nochmal David Hewicke. Dirk Bode. Social Media. Klaus Dröge. Klassisch. Uwe Plass. Social Media, bitte.
Dann Thorsten Schulze. Allgemein, bitte. Dann Maja Ritterfeld. Mikrofon anstellen. Ja, Social Media. Große Gruppe. Mario Kra. Allgemein. Christoph Löffler. Klassisch. Klassisch. Monika Mertens. Allgemein, bitte. Dann haben wir den Wolfgang Udo Mertens. Ich gehe gleich in Sozialen. Sozialprojekt, okay. Werner Mayer. Werner Mayer, dann kommt Michael Schott. Schöttl. Allgemein, bitte. Allgemein. Dann haben wir Rüdiger Schönfeld. Social Media. Dann haben wir Jürgen Höller, Hille. Nach innen. Nach innen. Dann Silke Schmeding. Nach innen, aber man könnte ja dann auch noch mal wechseln, ne? Leider nicht, glaube ich. Ach, geht nicht, okay. Nee, okay, dann also nach innen. Mhm. Dann haben wir Werner J. Meyer. Achim Bauklo. Allgemein. Allgemein. So, und jetzt den, nochmal den David Hewicke. Den ordne ich jetzt bei Allgemein zu. Dann haben wir den Werner Mayer aus Wilhelmshaven. Den ordne ich auch zu Allgemein zu. Jetzt habe ich alle zugeordnet. Und jetzt könnt ihr alle in euren Sessions arbeiten. Ihr könnt anfangen. Macht eben 5 Minuten Pause, holt euch was zu trinken. Und lasst uns wieder treffen. Hier zum Allgemeinen, warte mal, ich muss mal eben auf die Tagesordnung gucken. Das dauert einen kleinen Moment hier bei mir. Ich glaube, wir sollten uns nach einer halben Stunde wieder treffen. Das heißt also 11.17 Uhr. Lass uns um 11:45 wieder treffen in dem großen Raum. Dann mache ich die Sessions alle zu. Das heißt, dann habt ihr 60 Sekunden Zeit, aus der Session rauszugehen und kommt aber automatisch wieder in den großen Raum um 11:45 Uhr. Bis dahin wünsche ich angenehmes Diskutieren und es wäre schön, wenn jeder tatsächlich einen Moderator nennt und einen, der dann ganz einfach das Protokoll macht. So, das habe ich jetzt noch für 3 Leute gesagt, weil die anderen sind alle schon in den Räumen drin. Henning Schwarze, wir beide sind die Letzten, die jetzt hier in dem zentralen Raum uns bewegen. Wie muss ich in den Raum hinein? Geht automatisch, dir wird ein Raum zugeordnet, du gehst unten auf Breakout-Session und du bist bei Allgemein mit drin, glaube ich, weil du dich nicht gemeldet hast. Allgemein, ja, genau. Okay, danke. Gut, okay. Prima. Dann bis gleich.
Hey Google aus. Na wunderbar, jetzt kommen gleich alle wieder rein hier. Wir wollten uns nicht trennen. Die Freunde von eben, Christoph und... Das ist das Schöne an den Breakout-Sessions, ohne dass man jemandem auf die Füße tritt. Man gibt einmal Klick ein und in 60 Sekunden ist alles vorbei. Und wie war's? Zu kurz war's. Ja, ist klar. Bloß ich meine einfach, wir haben 10 bis 12.30 Uhr gesagt und das ist ganz einfach so, wir müssen alle zeitlichen Bedürfnisse irgendwo aneinander anpassen. Wenn ich jetzt eingeladen hätte, hätte gesagt bis 14 Uhr, dann hätte der ein oder andere vielleicht doch gesagt, Mann, das geht über die Mittagszeit und so weiter. Darum habe ich lieber die freiwillige Geschichte noch ans Ende gepackt. Da können wir noch schön weiter diskutieren. Also ich habe Zeit, wir können noch eine Stunde noch zusammen sitzen, bis der letzte Lust hat aufzuhören. Jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mal so ein, wollen wir eine kurze Pause machen oder wollen wir gleich weitermachen? Keine Pause. Keine Pause. Weitermachen. Gut, keine Raucherpause. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, fange ich einfach mal mit demjenigen, der zum Sprecher auserkoren wurde oder zur Sprecherin für den Bereich Social Media. Was habt ihr so besprochen? Was habt ihr so für Vorschläge zu machen? Bevor mal keiner was sagt, Susanne Boll hat eben gerade einen ganz tollen Vortrag mit einem ganz mit einer ganz tollen Idee gehabt und ich glaube, sie sollte da für alle auch noch mal einmal sprechen, weil ich finde das total super. Also wir, glaube ich, wir haben die Frage im Prinzip diskutiert, braucht man eigentlich eine Facebook-Seite, ne? Und was sind so die Voraussetzungen? Und die eine Diskussion, die natürlich aufkommt, ist immer die rechtliche, ob man jetzt Facebook und damit den amerikanischen Konzern gut findet. Das ist ja eine lange und kontrovers diskutierte Plattform. Der Vorteil von Facebook ist sicherlich die Vernetzung. Ich kann relativ schnell agieren. Ich kann auch mich im Distrikt vernetzen. Ich kann was von Rotarakt schnell aufgreifen und weitersharen. Ich kann eine viel größere Zielgruppe erreichen. Und die Diskussion, die immer wieder aufkommt, wie viel Aufwand brauche ich eigentlich, um das zu führen und Facebook zu betreiben, hatte ich jetzt ein Plädoyer dafür gehalten, man kann das auch langsam wachsen lassen. Wir haben 3 Facebook-Seiten. Die des Clubs hat jetzt etwa 225 Abonnenten. Das ist jetzt vielleicht nicht massig viel, aber es ist eben unser regionaler Zirkel, der uns zuhört. Wir haben auch eine Seite für Integration läuft, die hat ähnlich viele Mitglieder, aber die hat ein neues Zielpublikum, nämlich Laufen mit und für Menschen mit Migrationsbiografie. Wir haben eine übergreifende Facebook-Seite fürs Kalenderprojekt, die hat ähnlichen Zulauf. Also ich hatte eher ein Plädoyer dafür gemacht, das durchaus auch mal als Medium einzurichten, das auch langsam wachsen zu lassen. Wir haben ganz klar entschieden, dass die Inhalte nicht persönlicher Natur sind. Also es werden keine Spaßfotos des Clubs oder das Clubleben wird nicht preisgegeben, sondern wir reden